Ich habe ein Foto gefunden, wo ich in Frossignordi auf der Schoss hocke. Und meine Mutter hat erzählt, dass sie gängig so verliebt war in Frossignordi. Raymond, wie gross und schwer bist du eigentlich? Ich bin 1,89 gross und momentan etwa 108 Kilo. Ja, ich glaube, der Schwerste ist wahrscheinlich etwa 160 Kilo. Gegenüber so einem bin ich natürlich ein Leichtgewicht. Gibt es denn trotzdem vielleicht einen Schwinger, gegen den im Armdrücken würdest du verlieren? Ich glaube, der Stuckenkrieg hat sicher mit seiner Masse noch mächtig Punch im Arm. Und darum denke ich, könnte der Stuckenkrieg einer sein, der mich wahrscheinlich warm drücken möchte. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf die körperliche Verfassung an, oder? Vor einem Jahr nach deinem Bandscheibenvorfall, da hast du eigentlich dort, wo du am Eidgenössischen im vierten Gang aufgeben hast müssen, hast du ja kaum mehr Liegestütze machen. Erzähl mal, wie geht es dir und deinem Nacken heute? Ja, dann wäre Armdrücken wahrscheinlich, hätte ich dann noch verloren. Aber mittlerweile geht es mir sehr gut. Ich habe wirklich den Winter durch, nach dem Eidgenössischen ist mir die Zeit genommen, wirklich alles schön auskuriert. Ich wäre sehr zuversichtlich gewesen, wieder für das Jahr. Ich habe Anfang des Jahres 2 Wettkämpfe können machen und die sind eigentlich sehr gut ausgefallen. Und habe dort auch keine Beschwerden gehabt. Dann ist leider bekanntlich das Corona dazwischen gekommen. Und, ja, jetzt weiss man nicht, wie es verlaufen wäre. Ist das jetzt nicht ein mega Frust für dich, nach all diesen Rückschlägen, die du gehabt hast? Jetzt, wo du endlich wieder loslegen kannst, kommt noch so eine Pandemie dazwischen? Nein, ein Frust glaube ich nicht, weil ich glaube, wenn man einen guten Rückhalt hat, sage jetzt mal, einen sehr guten Draht zur Familie, ja, viele Kollegen, die mich unterstützen. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit merkt man, wie wichtig das Ganze ist, auch rundherum. Wie sieht es denn im Moment aus? Könnt ihr Schwingtrainings machen oder sind ihr wirklich nur im Kraftraum? Schwingtraining ist leider vom BAG verboten worden. Zweikämpfe dürfen bis auf Weiteres nicht ausgeübt werden. Ja, im Moment steht viel Krafttraining an, wie wir das schon eins hatten im März. Und ja, es ist echt schwierig zu sehen, wo man steht, ein bisschen, weil man hat kein Schwingtraining, keine praktische Ausübung vom Sport. Gibt es denn bei euch irgendwie so einen Plan B, zum Beispiel Geisterschwingfest oder so? Denkt man über das nach? Ja, ich glaube, da wären schon Ideen rum. Aber wenn ich mir das so ein bisschen überlege, ich denke, das Problem fängt schon weiterhin an. Jeder Schwinger geht eigentlich nebst dem, dass er geht schwingen, geht er noch um einen Beruf nach. Und ich weiss nicht, wie viele Arbeitgeber gewillt ist, zu sagen, ja, du kannst ein Schwingfest gehen, aber die Chance, dass du dich dort ansteckst, ist mir gleich. Und du kannst dann einfach normal wieder am Ende arbeiten. Für was hast du jetzt den Saisonausfall quasi für dich nutzen können? Ja, denke ich, wenn nicht jetzt, wenn dann, habe ich eine Ausbildung gestartet als Agrokaufmann. Und jetzt für uns seit 3 Jahren lang in die Schule muss gehen, alle Samstag. Bist du ein guter Schüler? Ein bisschen lehrfaul. Aber ich höre gerne sehr aufmerksam zu, dass ich etwas weniger lernen muss. Und wie fährst du mit dieser Strategie? Bis jetzt gut. Es ist noch nicht so anspruchsvoll geworden. Aber es ändert sich wahrscheinlich schlagartig. Wir haben nächsten Donnerstag 3 Prüfungen sogar. Momentan ist Homeschooling. Das finde ich etwas mühsam. Daheim kommt manchmal noch Katz. Und dann kommt die wieder irgendwie auf das Büro auf, über den PC. Geht wieder der ganze PC, fährt wieder an, weil es irgendwie auf einen Knopf kommt. Und ich glaube, auch das geht wieder durch und dann kann ich dann wieder wie gewohnt ins Schulzimmer rein. Du bist eigentlich erst 23, das partywürdige Alter. Gibt es das bei dir oder bleibt das als Athlet quasi völlig auf der Strecke? Nein, es ist so, ich gehe durch den Sommer durch, fällt mir wie Zeit. Am Wochenende gehe ich Wettkämpfe sein, dann gehe ich am Samstag sicher nie nachher. Aber nach der Saison kann ich sehr gerne mal so September, Oktober sehr gerne noch mal fort. Das ist unumstritten, aber ich gehe sehr gerne fischen und dort ist echt mein grösstes Bedürfnis schon gestillt. Da wären wir gerade wieder beim Thema. Du hast dir ein Bötli gekauft. Welches ist der dickste Fisch, den du jetzt rausgezogen hast diesen Sommer? Ja, du glaubst es nicht. Ja, letztes Jahr hatte ich noch Schlauchbötli. Da habe ich mehr gefangen als mit dem anderen Bootli jetzt. Das ist eigentlich verrückt, aber wir hatten ein paar schöne Hechte und im Frühjahr haben wir noch einen grossen Wels gefangen. Und was machst du nachher mit diesen Fischen? Nimmst du die auch gerade selber aus und tust sie selber grillieren? Also ausnehmen, shoppen, filetieren, all das mache natürlich ich. Aber wenn ich die Grossmami lieb frage, macht sie es natürlich.
wäre dann der Kauf von einem Haus vielleicht auch mal ein Thema? Du und deine Freundin sind jetzt auch schon länger zusammen. Ich muss aber selber aufpassen, was ich sage. 4 Jahre jetzt. Ja. Und haben wir mal über das nachgedacht? Oder wie sieht das aus? Ich bin eigentlich sehr ein sehr sparsamer Mensch. Ich habe mir jetzt zwar ein Bötchen gekauft, das war eine grössere Anschaffung. Ja, jetzt heisst es noch ein bisschen sparen. Und wer weiß, vielleicht irgendein ist, wäre sicher ein Ziel von mir. Ja. Und Hochzeitsglocke läutet in diesem Fall auch nicht gerade demnächst. Das Bötchen war teuer. Das kostet ja auch etwas so fest. Ich würde sagen, alles kannst du nicht machen. Du musst dich für etwas entscheiden. Und ja, ich habe mich jetzt halt für das Bötchen entschieden. Und, Arms Rebi. Ja, die kommt schon nicht zu kurz. Die kommt schon nicht zu kurz. Ich finde, man kann auch gerne haben, ohne dass man heiratet. Und darum hat das bei mir auch nicht die oberste Priorität. Ja, ihr seid ja auch noch jung, ihr habt auch noch Zeit, oder? Das ist so, ja. Aber Kind würdest du schon gerne mal haben? Ja, ich hätte sehr gerne ein Kind. Auch nicht heute und morgen. Aber ja, irgendwann könnte ich mir sehr gut vorstellen. Für dich selber ist ja Familie auch sehr wichtig. Du hast es vorher schon mal schnell angetönt. Was gibt dir deine Familie? Ja, sehr viel. In dieser Zeit habe ich jetzt eigentlich gemerkt, wie viel eigentlich. Wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Auch manchmal, ja, am Sonntag nichts zu tun haben, fragen wir manchmal auch die Familie, du, wollen wir noch jassen zusammen? Das habe ich auch letztes Jahr erst gelernt. Ein Schwinger, der erst mit 23 jassen lernt. Gibt es das? Wobei, ich kenne wahrscheinlich mehr, die nicht jassen können, als die jassen können. Wirklich? Ja. Dann gehen wir in die Schnellfragerunde. Ich bin gespannt. Willst du lieber 48 Stunden nicht mehr schlafen oder 48 Stunden nichts essen? Gut, das kann ich gut. 48 Stunden nichts essen. Ich brauche extrem viel Schlaf. Also, ich gehe nie nach der 10 ins Bett. Nein, der Schlaf, das ist die schlimmste Folter für mich. Darum lieber auf das Essen verzichten. Was sind deine Spitznamen? Momentan habe ich, glaube ich, keine Spitznamen. Mein Grossvater hat mir früher gerne Pupu gesagt. Ich weiß nicht, von was er das hatte. Ich sage ihm ja. Anders als Grossvater. Ich sage Kia. Kia, stimmt, genau. Wow. Wer war dein erster Crush? Das war Frau Signordi. Ich habe ein Foto gefunden, als ich in Frau Signordi auf der Schoss hocke. Und meine Mutter hat erzählt, dass sie so verliebt war in Frau Signordi. Köstlich. Ja. Aber heute ist, hat sich das erledigt. Ja, es hat sich ein bisschen geleitet. Kannst du dich heben, wenn sie es ist. Glaubst du an Gott? Und wenn ja, wie stellst du ihm vor? Ich glaube, dass es irgendetwas gibt. Aber ich weiß nicht, ob das das ist, was ihm vorgelesen wird. Also gibt es kein Stossgebet bei dir vor dem Gang? Nein, nicht so. Hast du sonst ein Ritual? Ja, ganz einfache Ritual. Ich binde vor jedem Gang meine Schuhe neu. Binden. Ich gehe zum Brunnen. Ich bin der Erste im Platz. Ich höre Musik. Ich ziehe die Ohrläppchen. Ich bin fast wie der Nadelsen von viel. Kannst du gut küssen? Ja, das, wenn ich jetzt 4 Jahre zurück müsste und das Rebi würdest fragen, würdest du sagen, gerade schlechter Küsser. Aber ich hatte zwar nie das Gefühl, aber sie hat gesagt, du hast mich fast gefressen. Aber mittlerweile habe ich es auch etwas besser im Griff. Ja, sie sagt auch nicht mehr. An was denkst du als erstes, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? Ja, wir haben viel Seich gemacht. Einmal haben wir in der Sprache Schnee gebisselt, der auch nicht gut ist. Dann hatten wir ein Elterngespräch. Aber meine Eltern haben das dann auch noch relativ amüsant gefunden. Aber nichts Tragisches. Was ist drin gestanden? Das sage ich nicht. Doch. Nein, das kann ich nicht sagen. Wer hat den grössten Kleiderschrank? Du oder deine Freundin? Sie sagt, ja, du hast viel mehr Kleider, aber das stimmt nicht. Einfach das grössere Volumen an Kleider. Sie ist ja viel kleiner als ich. Und darum kann ich unmöglich noch dort ein Abteil opfern für sie. Was ist der grösste Upturner? Ja, das darf ich jetzt fast nicht sagen. Sicher? Mir gefallen die Hosen nicht. Ist voll okay. Ich habe nicht so gerne so lucky Hosen. Ich weiß nicht, das gefällt mir echt nicht. Oder jetzt noch übertrieben gesagt, das trifft auf dir jetzt nicht zu. Aber wenn jemand schweißelt, ich will das nicht haben, wenn jemand schweißelt. Bin ich froh, dass ich wenigstens nicht schweine. Nein, aber so Schlabberhosen,
gefällt mir einfach nicht. Das lustigste Kompliment, das du je bekommen hast? Mir hat einmal jemand gesagt, ich habe schöne Ohren. Dabei, meine Ohren sind ja relativ abstehend. Ja, das war eine Frau im Ausgang, also wahrscheinlich nicht so ernst gemeint. Nie mehr Sex oder nie mehr Internet haben? Das ist beides doof. Nie mehr... Ich bin angewiesen auf das Internet, aber ich muss gleich das Internet nehmen. Also... Auf das Internet verzichten. Ja. Früher konnte ich auch leben ohne Internet. Irgendwie gar. Sex hat es schon gegeben. Hey, danke vielmals, ja, merci, dass ja. du dir Zeit genommen hast. Und dann toi toi toi, dass ihr endlich bald mal wieder dürft, dein Sack melden. Hoffen wir es. Merci vielmals.